10. Ich glaube, dass wir uns das heute auch wieder gönnen müssen. 9. Dass wir die Kerzen erheben und keine Gewalt rufen. 8. Wir werden gegen Antisemitismus, gegen Hass und gegen Diskriminierung singen. Für eine Gleichberechtigung, für Inklusion und für Vielfalt. Musik gehört zum Leben, zum Zusammensein. 4. Ich glaube, dass es ein Wunder Gottes ist, dass es die Einheit gibt. 3. Seit über 70 Jahren dürfen wir mittlerweile in Deutschland 2. in Frieden leben. Wir feiern heute Einigkeit und Recht und Freiheit. 1. Let's go. Sei dabei, wenn Deutschland singt. Die Hoffnung lebt zuerst. Sie streckt die Hände aus und lockt uns dahin, wo die Wolken offen stehen. Die Hoffnung hört nicht auf. Geht Schritt für Schritt voraus, bis wir am Ende in den weiten Himmel sehen. Die Hoffnung lebt zuerst. Sie streckt die Hände aus. Ist immer gut, wenn Leute zusammenkommen, finde ich. Auch wenn es schwer ist, aber wir gehören zusammen. In meiner Kunst erlebe ich jeden Tag, dass es gar keine Schönheit gäbe ohne Diversität. Dass quasi Einheit ohne Vielfalt gar nicht zu denken wäre. Ich wünsche mir, dass wir uns auf die Gemeinsamkeit beziehen. Es gibt viele Probleme zu lösen, aber wir werden sie nur in Gemeinsamkeit lösen. Und die Chöre singen für dich. Musik verbindet und Musik hat auch euch miteinander verbunden. Es gab diese Idee, einen eigenen Song zu machen zum Thema Hoffnung. Dieser Wert Hoffnung steht in diesem Jahr besonders im Mittelpunkt für uns. Aus Die Hoffnung stirbt zuletzt, die Hoffnung lebt zuerst. Die Hoffnung lebt zuerst.